Wie ist es eigentlich, wenn man jetzt ein Video von Erik eigentlich geil findet, bekommt man dann eine Erektion? Oh Mann. Nein, komm bitte. Hey komm, der Joke hätte auch von ihm sein können. Da leckt mich am Arsch. Ist es etwa Zeit für ein Like und ein Abo oder was? Und checkt mein Partner Just Legends aus und der Gaming-Stuhl von Adept. Alles verlinkt in der Videobeschreibung. Diese Pose am Ende war gerade ein bisschen speziell, oder? Was geht ab, Zeus hier? Es begab sich damals, 2014, als Gronkh damals bei Titi einholte und zum größten YouTuber Deutschlands wurde, dachte sich der Zeus damals, was ist denn das für ein Penner? Warum zum Geier irgendein als Player, der sich gar keine Mühe gibt, so bei Titi sind meine Lieblinge, die machen voll die krassen Videos. Wie kann es ein Gronkh nur wagen, ihn einzuholen? Das könnte er irgendwas dafür oder so. Dann war ich so, ja komm, dann schaust du mal nach, wer ist denn dieser Gronkh? Und er hat dann reingeguckt in seine Videos und war nur so, oh mein Gott, der ist ja super! Also vor allem seine Let's Rutsches damals, die haben mir sehr, sehr gefallen. Weil er war sehr, sehr ehrlich, er war sehr, sehr menschlich, ich fand einfach das so das Vorbild, was eigentlich das Internet braucht. Und es ist so schade, dass, ich meine, nach wie vor ist er ja ultra erfolgreich auf Twitch und Co. Aber es ist manchmal schade, dass halt irgendwie andere Leute noch mehr Reichweite oder noch mehr zu Vorbildern für junge Leute wird und so. Ich finde, Gronkh ist ein sehr gutes Vorbild, nicht nur, weil er gute Werte vermittelt, sondern ich glaube auch, wenn ihr euch an Gronkh orientiert, dann werdet ihr eher ein glückliches Leben haben. Klingt vielleicht ein bisschen, ich bin ein sehr krasses Fanboy, egal. Wir legen einfach los, ich hau die Kopfhörer rein. Gronkh hat auf mein Video reagiert, auf das How to be Gronkh, also mein Lobplädoyer an Gronkh. Darauf hat er reagiert. Wir schauen rein und mein Lobhymnen kann ich auch später verschieben. Geht los. Go, go. Ich bin gespannt. Das ist ein sehr schönes Sofa. Ist das perspektivisch oder hängen die Bilder schief? Nee. Ach so, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, ich habe da Mist gebaut von der Perspektive her. Das ist schon gerade. Wenn, dann ist die Cam nicht ganz 90 Grad hier. Aber es ist, glaube ich, weil ich auch schief drauf filme, kann es nie ganz gerade sein. Okay. Ich glaube, es ist perspektivisch. Und die Kakteen auf dem Tisch sind auch sehr malerisch. Die habe ich extra dahingestellt. Die stehen ja normalerweise gar nicht. Genauso wie diese Lampe hier rechts. Ist alles hier reingestellt worden, damit es hübscher ist. Ja, ich drücke schon auf Play. Mann, ich bin schlecht darin. Ja, ich drücke jetzt hier. Ich finde es jetzt schon geil. Mal. So, wir gucken jetzt jetzt mache ich. Ich drücke jetzt. Leute, kennt ihr das? Ihr liest euch irgendwelche Sachen durch. Ich mag das an den Anfang vom Video, hasse ich. Ich werde schon wieder scheiße. Ich müsste mal neu machen alles. Die ihr mal vor 5 Jahren gepostet habt und dann... Warum gibt es überhaupt den 1. April, wenn man doch jeden Tag verarscht wird? Jedes Jahr geschrieben, warum auch immer. Ach Mann. Jedes Jahr verarscht wird. Ich wollte jeden Tag eigentlich schreiben. Ich war halt so im Stress, hab das gemacht und hab dann irgendwie nicht nachgedacht. Mir ist es nicht aufgefallen, war schon hochgeladen. Warum eigentlich den 1. April, wenn man doch jedes Jahr verarscht wird? Ja, aber dafür ist der 1. April ja da. Ja, es tut mir leid, Mann. Ich hab das... Ich mach weiter. Wow, da hat aber die Pubertät gekickt. Leckt doch mal einen schmutzigen Arsch. Nee, lass mal. Ja, man schämt sich halt so richtig, was für eine Kacke man damals verzapft hat. Und ich denke, das kennen wir alle, oder? Und genauso geht's eben auch allen YouTubern, die mal ältere Videos von sich ansehen, wie eben auch vor kurzem mir. Denn ich habe mich in Grund und Boden geschämt, als ich mein How to be Gronkh Video von 2016 angesehen habe. Das war so random gestaltet und irgendwie komisch geschnitten und zwischendrin beißt sich auch mal von der... Hä, wie jung er noch ist, ne? Ja, wir werden halt alle älter, ne? Ich muss sagen, ich persönlich finde es gar nicht schlimm. Also wenn ich mich angucke da und mich jetzt, ich fühle mich jetzt wohler. Also ich finde, ich habe ein Glow-Up eher, sagt man heutzutage, ja. Wie jung er einfach noch ist. Und die Birne, ich möchte es kurz sagen, die Birne ist inzwischen tot. Ja, die ist sowas von tot. Die Birne hat's nicht, das... Irgendwie. Weil das sollte irgendwie lustig sein oder so. Was für eine Pisse muss ich mir hier gerade anschauen. Als heute drehen wir die Zeit zurück und bügeln einfach alte Fehler aus. Denn wenn einer es verdient hat, zu Ehren hier auf YouTube ein... Kennt Gronkh Dr. Who gar nicht? ...Video zu bekommen, dann ist es der einzigartige, liebevolle und überaus sympathische YouTube-Papa Gronkh. Was? Das ist die geile Idee? Das Intro war aber cool, ne? Das müsste ich mal wieder... Ich müsste die alten Intros mal wieder aus... Unbedingt! ...graben. Ich hatte auch nur 3 oder 4, die ständig kamen. Ja, das müsste ich mal wieder... Ja, die Idee ist großartig. Ja, die ist Spitzenidee. Gronkh, wer ist das? Noch nie von ihm gehört. Tom Luca Prokupek 9366. Kommt direkt auf die Blockliste. Pikachu! Rotzuki! Ja, Mann! Nee, natürlich, das ist auch vollkommen okay. By the way, fun fact, das war eine Mischung aus Raichu und Pikachu. Der Original-Pikachu-Sound ist nicht so krass, aber der von Raichu, der ist gigantisch. Also, wenn ihr mal eingibt, so Raichu-Sound oder Schrei, erste Generation Pokémon oder Pokémon Edition Blau oder irgendwas, das klingt total übel, Alter.
okay, wenn man noch nicht von Gronkh gehört hat. Nein, das ist nicht okay. Bitte hört nicht auf den Mann. Es ist überhaupt nicht okay, wenn man noch nicht von Gronkh gehört hat. Es ist nicht okay, wenn eure Freunde sagen, wer ist dieser Gronkh, dann sofort mit Anlauf ins Gesicht springen. Ja, vielen Dank dafür. Gehört hat, aber ja, das ändern wir jetzt. Okay. Also, legen wir los. Ich hoffe, ihr habt Bock, ein weiteres YouTube-Urgestein kennenzulernen. Denn ich erkläre jetzt in 5 Schritten, was den Kanal Gronkh so ausmacht und... unregelmäßige Videos. Obwohl, nee, die Videos sind regelmäßig, ja, aber es müssten wieder mehr Let's Plays kommen. Es müssten wieder viel mehr Let's Plays kommen. Hat früher mal gegen Reacts geätzt und macht jetzt selber welche, ja. Offenbar sehr unstet, dieser Mann. Er ist von fragwürdigem Charakter, ja. Hatte mal überlegt, ein Charity-Ding aus Hogwarts zu machen, ganz fragwürdig. Hogwarts Legacy war wirklich unter aller Sau. Also, dass man das spielt, live und so, und J.K. Rowling unterstützt und sie noch reicher macht, schrecklich. Wurde, weswegen war der letzte Shitstorm, habe ich noch vergessen? Ach so. Du hast, glaube ich, mal eine weibliche Minecraft-Figur in deiner Küche in Minecraft platziert. Das machen nur, also das war ja wirklich, das muss ja mit Absicht gewesen sein. Hab ich schon jetzt wieder vergessen. Keine Ahnung, das war unwichtig. Brauch kein Feuer und Flamme mehr, weil du Feuerwehr hast. Ja, das ist richtig, ja. Hab bei 432 Kohle vergessen. Ja, besessen von Geschirrspülern. Er schießt Katzen. Süße Katzen, wohlgemerkt. Er schießt süße Katzen. Davon weiß ich gar nichts. Und zwar ohne mit der Wimper zu zucken. Und er lenkt gerne ab. Nein. Ist alt? Warte. Psychoblatt. Kommt gleich hier auch Pikachu drauf. So. Ja, Let's Plays mit Würde und Niveau. Das vermisse ich ein bisschen. Ah, das war schön. Und außerdem bricht er alle Let's Plays ab, die er jemals gemacht hat. Ja, nur die, die halt nicht gut laufen, weil halt Gronkh Klick geil ist. Ein paar muss ich noch weitermachen. So. Los geht's. Ach ja, Leute, wusstet ihr eigentlich, dass ich... Oh nein, da war Werbung mit drinnen. Bitte, bitte, Gronkh, überspringen die Werbung. Überspringen. Alle meine Thumbnails mit After Effects erstelle. Ich weiß, voller mit, Käse. Mit After Effects? Was? Ja, ich mach die mit After Effects. Thumbnails mit After... Okay, ja. Dafür ist das Programm gar nicht gemacht. Natürlich nutzt man normalerweise für sowas Photoshop. Als hab ich mir als Ziel genommen... Gibt's denn dafür eine Seite, wo man das lernen kann mit After Effects? Also wüsstet ihr da vielleicht irgendwas, wo man sein Können verbessern kann? Wo man vielleicht auch das Können teilt mit anderen Leuten, um Dinge zu erfahren. Ich glaube, da gibt es sogar was, ja. Was könnte es da geben? Meine Photoshop-Skills endlich mal zu verbessern. Mhm. Und das mache ich mit Skillshare. Skillshare bietet tausende Kurse zu kreativen Themen wie Fotografie. Gronkh, du kannst wirklich super gerne Werbungen überspringen. Also bei mir, also falls du nochmal auf mich reagierst, überspringen gerne so. Du wirst ja nicht dafür bezahlt, nochmal extra Reichweite draufzugeben und so. Und ich meine, oh, ich weiß nicht. Ja, aber ja. Illustration. Grafikdesign, Programmieren. Das ist natürlich gerade für Freiberufler eine super Sache, um eben eine Nebentätigkeit auszubauen oder eben eine ganz neue Karriere zu starten. Die Vorteile von Skillshare sind eben, alle Kurse sind hochwertig und werbefrei. Es gibt viele Kurse komplett auf Deutsch, wie zum Beispiel ein Adobe Illustrator auf dem iPad-Tutorial oder wie man mit dem iPhone Fotos wie ein Profi schießt. Und natürlich kann man auch englische Kurse mit deutschen Untertiteln ansehen. Ich habe zum Beispiel den Alter, das sind die längsten 67 Sekunden meines Lebens. Ich gucke dazu immer Tutorials auf YouTube. Geht auch? Aber da ist Werbung davor und manchmal sind die ja voll dumm auf Englisch und dann manchmal sind die total schlecht gemacht. Mit Belichtungseffekt, Photoshop-Kurs und Projekt abgeschlossen und dieses Zertifikat zum Teilen auf Social Media erhalten. Ich finde es cool, weil das steckt schon so das Fortschrittsgefühl und ist halt einfach schon sehr motivierend. Aber einfach mal rein, du kannst jederzeit diesen Probemonat wieder kündigen und wirst sogar 7 Tage vor Ablauf der Frist per Mail nochmal benachrichtigt. Also kein Hat Stress, funktioniert. Super, einfach mal rein und check das aus. Link ist wie gesagt in der Videobeschreibung, ich pin's aber auch nochmal in den Kommentaren mit an. Okidoki. Ja, jetzt geht's aber richtig los hier. Wir fangen jetzt an. Mit Schritt 1, der Content. Der Kanal von Gronkh wurde am 12.03.2006 erstellt und das war eine Zeit, wo YouTube-Videos noch so ausgesehen haben. Oh, das kenne ich noch. Oh Gott, das kenne ich auch noch alles. Oh Gott. Und diese Katze ist der Oberhammer, Alter. Ich bin alt. Und wer sich jetzt die Frage stellt, wer zum Geier hat sie denn sowas denn damals angesehen? Naja, das waren alle. So um die 72 Millionen Menschen. Excuse me? Das Ding ist halt, als das lief, war ich halt eben auch schon 16 Jahre alt. Also Gronkh war nochmal einen Ticken älter, der war schon in seinen 20ern. Aber halt, ich war halt auch schon 16. Es ist nicht so, dass ich da noch ultra Hosenscheißer war oder so. Ich hab da auch schon, ja, wo ich Videos gesehen habe, war ich sogar vermutlich schon 18, sogar schon volljährig, aber trotzdem, ja. Gronkh hat aber selber erst viele Jahre später angefangen, Videos hochzuladen, also genau genommen 2000. Das stimmt aber so nicht, weil... Gab es noch einen älteren Kanal noch? Das erste Video, ich weiß nicht genau, warum da 2.4. steht, aber das erste Video wurde definitiv am 1.4. hochgeladen. Ich weiß nicht genau, warum da inzwischen 2.4. steht und inzwischen habe ich auch ein Video auf dem Channel. Das ist von 1977 oder 1950, ich weiß nicht mehr genau. Ich weiß nicht mehr genau. Also ich habe ein Video inzwischen, das ist schon 70 Jahre alt. Da auf... Hä? Also, okay. Auf dem Channel?
Das war von der Gamescom, das Live-Video. Wir haben ja von der Gamescom gestreamt. Weil da die Qualität so scheiße war, oder was? Genau. Ich glaube, vom 1.1.79 wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich Timestamp 0, würde ich vermuten. Wahrscheinlich vom 1.1.1970 oder sowas. Ich glaube, das war's. Also auf jeden Fall, ja, ich bin schon offenbar sehr lange am Start. Ja. Und dieses Video, ich weiß nicht, was passiert ist, aber eigentlich habe ich das erste AdWords Online-Video hochgeladen am 1.4.2010. Und das steht da aber nicht, Gronkh. Also die Fakten sprechen gegen dich. Also ich weiß nicht, als ob YouTube da was verkackt ist. Es ist ja hochgeladen, wie es hochgeladen ist. YouTube-Bug? Ja wohl kaum. Durch Nacken in die Hand. Ich weiß, und ich habe auch jedes Jahr am 1.4. jedes Jahr. Also ich habe am 1.4. immer... So, ja. Zumindest ist dieser hier der älteste Screenshot, den ich finden konnte zu seinem Kanal. Und guck mal hier da, gell? Views 39 Stück. Kann ich sehen, gell? Aber drunter 144 Views, 133 Views. Das sind nur wenige 100 Aufrufe pro Let's Play, so. Das ist echt süß, so im Nachhinein. Und generell wie YouTube aussah früher. So konnte man das alles selbst gestalten. So. Also alles hat er selber festgelegt, dass es lila sein soll. Also jeder konnte seinen Channel ganz frei gestalten zu der Zeit noch. Damals hatte er 400 Abonnenten. Die ersten Let's Plays waren verschiedene, er empfinden konnte zu seinem Kanal. Oh, Dragon Age Origins Awakening. So, oh, wie geil. Das alte Dragon Age, voll geil. Und Let's Play Garten Simulator. Kennt noch jemand Geld? Ich mag Geld. Wenn ich heute so ein Video veröffentlichen würde, so ein Song, das wäre mega fragwürdig inzwischen. Damals konnte man nichts verdienen mit YouTube, da war der Song super lustig. Wenn ich das heute aufnehmen würde, dann wäre es die Influencer-Hymne. Das wäre einfach BÄM. Der Geldsong. Oh, gute Zeiten. Damals schon gesungen. Let's play everything. Oh Mann. Ja, und damals natürlich schon Batman. Auf der linken Seite Superman, glaube ich. Warum das denn? Keine Ahnung. Und falls ihr guckt, erkennt ihr diesen Header hier hinten? Diesen hier? Nee, keine Ahnung. Oder? Und deswegen habe ich mein Twitch-Design umgebaut damals. Ich habe meinen alten Header nämlich genommen. Und den haben wir, ich switch nochmal ganz kurz. Da oben ist er. Hallo. Wir haben ein paar Figuren inzwischen rausgenommen, weil ihr die eigentlich fernsteuern sollt. Aber wenn ihr das macht, dann schießt ihr mir dauernd OBS ab, weil ihr zu viele seid. Und zu verspielt. Und wie ich gerade sehe, ist er wieder eingefroren. Das ist doch von Monkey Island, glaube ich, war es, ne? Haben sie aber nie gespielt, oder kennst du von Gronkh halt. 30 Views, 217 oder 72. Leute haben sich die Scheiße halt wirklich schon damals angeguckt. Es ist unfassbar. Am 18. Juni, da war mein Channel gerade 2 Monate alt und ich hatte schon, für damalige Verhältnisse waren das echt viele Views. YouTube war damals noch so. Das waren echt schon viele Views. 2010 war YouTube noch ziemlich in den Kinderschuhen, da ging nicht viel. Es gab zwar die Außenseiter, hatten damals schon gut Klicks tatsächlich, aber sonst war es schwierig. Vielleicht Simon Desio noch, der hat auch schon damals Klicks gemacht, wie hieß er nochmal? Irgendwas mit German. Also, ich hab den Namen vergessen. Scheiße, wie hieß Simon Desio früher nochmal? Wer weiß es von euch vielleicht? Genau, und sonst war nicht viel los. Alberto vielleicht noch, aber der kam eher später. Scheiße, ja, ich darf das sagen. Kanal. Wir hatten nichts anderes damals. Ja, gab nicht so viele YouTuber. Und damals hatte er Halfcast Germany. Ja, so dieser. 400 ab. So. Nicht kein Tutorial, nein. Gut, Sammy kann aber auch später. Einigermaßen aktuelle Games. Ich spiele nicht nur einigermaßen aktuelle Games, auch sehr gerne Retro-Games für den PC und Indie-Games. Ne? Und auch unbekannte Spiele, die ich einfach vorstellen möchte. Damals schon. Jawohl. Oh, Play-TV, Let's Play Retro. Oh Mann. Wir zocken für euch die besten Games des Gesternlandes Gaming-Geschichte Revisited. Oh, Videos 0. Channel Views 239. Abonnenten 38. Wow! Gut, dann machen wir lieber weiter. Ach Mann, ich frage mich, ob einer von denen hier noch guckt. Boah, das weiß ich nicht, Alter. 13 Jahre her. Ob einer von denen hier wohl noch zuschaut? Abonnenten. Yes, Let's Play. Und hier nochmal: Let's Play Dragon Age. Ach guck mal, vor 13 Jahren 50.000 Aufrufe. 80.000 Aufrufe. Let's Play Edits Online. Ach du Scheiße. Okay, warte, ich mach weiter. Älteste Screenshot in längste Reaktion meines Lebens, glaube ich. Gronkh braucht wirklich für jede Sekunde 8 Minuten. Ich finden konnte zu seinem Kanal und damals hatte er 400 Abonnenten. Die ersten Let's Plays waren verschiedene MMOs wie Dragon Age, Atlantica oder Runes of Magic. Achso, und nicht wundern, dass hier noch keine Thumbnails eingestellt sind, denn damals konnten das tatsächlich nur YouTube-Partner. Und deswegen hatte ich einen Channel erstellt, auf dem ich auch für andere Leute YouTube-Thumbnails hochgeladen habe, die sie für Playlists nutzen konnten. Gronkh-Logos, den gibt's heute noch. Und manchmal verirren sich Seelen hin. So ein Gronkh-Logos, nie gehört. Seine Seelen verirren sich dann auf den Channel und schreiben dann irgendwas, ne? Die Videos gehen dann so 5 Sekunden, war aber nur ein Game-Logo und schreiben dann, oh, ist das großartig, oh, ist das toll.
Ja, ich habe damals einfach Thumbnails für andere YouTuber hochgeladen, damit sie bei sich nutzen konnten, damit der Channel einfach besser aussieht. Das hat mir irgendwie Spaß gemacht. Ich weiß nicht warum. Was wollte ich noch? Ich wollte noch irgendwas zu irgendwas sagen, aber ich habe es wieder vergessen. Keine Ahnung. Nicht wundern, dass hier noch keine Thumbnails eingestellt sind, denn damals konnten das tatsächlich nur YouTube-Partner. Den großen Durchbruch hatte er eben mit Minecraft, denn er war einer der ersten Let's Player, der eben das gespielt hat. Aber im Laufe der Zeit gab es alle möglichen Let's Plays, wie zum Beispiel Horror-Games wie Daylight. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die schönste im ganzen Land? Halt die Fresse! Oder zum Beispiel auch Sims. Hier ist noch weiß. Sphere. Ganz schön weit. Huch. Human Centipede? Was ich selber sehr gern geschaut habe, waren die ganzen Point-and-Click-Adventures. Huch. Das ist kein Point-and-Click-Adventure. Doch, es ist schon. Adventure. Ist das etwa... Ich hoffe, das ist nicht Grim Tales, bitte. Das ist Angst. Angst hieß das. Lass es nicht Grim Tales sein. Es ist nicht Grim Tales, oder? Aber es ist doch Point-and-Click-Adventure, weil du hast doch ein Adventure und du klickst halt durch die Gegend. Das ist doch Point-and-Click-Adventure. Oder sind es denn Wimmelbild-Spiele? Aber was ist der Unterschied zwischen Wimmelbild und Point-and-Click-Adventure? Du sagst halt Items, du musst irgendwo anders hinlaufen und die dann wieder einsetzen und so weiter. Und hier hinten noch, guck mal, die gute Mütze, Le Floydy Boy-Mütze und hier hinten mein schönes altes Regal. Aber Angst war das, das Game. Nimm dir daran mal ein Beispielregal. Dieses Regal ist noch nicht so voll. Dieses Regal ist noch sehr leer. Wobei, da ist es auch noch leer, ne? Das wurde später viel, viel schneller, viel, viel voller. Krass. Ich habe mich voll erschrocken. Aber falls du weißt, auf YouTube dann gerne mal einen Chat schreiben, warum ist das kein Point-and-Click-Adventure? Wo ist da der Unterschied nochmal? Aber ja, ich glaube trotzdem verbinden sehr viele Leute Gronkh trotzdem halt mit Minecraft. Alter, willst du mich verarschen? Boah, wie geil. Was ist denn das? Die nächsten 100 Folgen klettern wir da jetzt hoch. Ich würde sagen, da oben bauen wir unsere Base und dann machen wir hier einen schönen Wasserfahrstuhl, den wir dann 3 Stunden hochfahren und dabei ertrinken. Das ist eine tolle Idee. Super. Und dann, während wir den Fahrstuhl bauen, haben wir 50 Mal im Chat stehen, man kann unten Lava hinbauen. Oder Bubbles, ja, das wär wichtig, dass alle im Chat das dann sagen, während der Fahrstuhl gerade gebaut wird, ja. Das wäre mir sehr wichtig, das wäre toll. Ich will wieder Minecraft spielen. Jo, bitte! Ich vermisse Minecraft. Ich brauche was zum Einschlafen. Ich würde wieder gerne Live in the Woods, /After Humans, würde ich gerne mal wieder, ein Staffelchen würde ich gerne mal wieder. Das wär schön. Und manchmal auch wieder ZDF, ne, zwischen den Folgen, dass man zwischen den Folgen mal wieder so 2, 3 Sachen baut oder erweitert oder lalala, wo man einfach ein bisschen mit dem Chat quatscht und den Rest dann wirklich als Let's Play, ne, so eine kleine Mischung, Let's Play, Stream. Alter, Gronkh, wenn du sowas sagst, musst du auch durchziehen. Also wenn es im nächsten halben Jahr kein Let's Play kommt, dann das wäre das Gronkh und Zio zusammen. Oh. Nee, das ist, oh Gott, das wäre der Oberhammer. Boah. Ich muss sagen, Minecraft habe ich schon klar hier und da mal gespielt, aber noch nie so richtig. Also so richtig so, hey, kommen viele, viele Spielestunden in einer Welt. Also das Höchste, ich hatte mal vielleicht mal 100 Spielstunden in einer Welt oder so. Aber so richtig, richtig zocken, so, und was aufbauen und so. Aber warum ist hier noch ein Herzinfarkt? Das glaube ich aber auch. Zong, darf ich mitspielen? Ja, und genau, ich würde es dann auch ohne Zwang machen. Hashtag Zong heißt es dann einfach, das Projekt. Zong. Auf jeden Fall ohne Zwang. Und inzwischen kann ich ja auch mach dies, mach das ganz gut ignorieren. Wie ihr vielleicht gemerkt habt. Kann ich inzwischen ein bisschen besser als damals. Ja. Nee, ich würde nicht ein komplettes Live-LP machen, weil das Problem bei Live-LP ist nämlich, ich halte keine Monologe. Ich lese viel aus dem Chat und quatsche auch viel mit dem Chat und das ist gut, aber ich spiele keine Monologe. Also ich führe keine Monologe mehr über irgendwelche Themen, die mir in den Kopf kommen. Gronkh-Side, auch nicht schlecht. Oder irgendwas, was mich gerade beschäftigt oder Greo. Über Dieter Bürgi, ne, der wieder mal zu unserer Waschmaschine kommt, weil schon wieder alles total verkalkt ist, weil wir mal wieder 30 Jahre gewaschen haben, ohne vielleicht mal auch nur ein einziges Mal auf unseren Kalkhaushalt zu achten und die ganzen Klamotten kommen aus der Waschmaschine und sind einfach komplett steif, als hätte Dieter Bürgi persönlich 10 Jahre lang drauf gewichst. Ja, und deswegen... Kann gerade nicht folgen. Was redet er gerade hier? Ja, das fehlt mir ein bisschen auch. Die Monologe einfach. Du lenkst wieder ab. Ich mach weiter. Alter, was? Lochfraß. Schön. Ja. Es war echt ein geiler Berg. So ein bisschen, als hätte Sarazar gerade einen Witz gemacht. Also, wenn es um klassische Let's Plays geht, ist Gronkh einfach der... Das ist lange her. ...der Kanal schlechthin. Gerade die Life is Strange Let's Play-Serie kann ich wärmstens empfehlen. Also ohne Scheiß, wenn ihr mal ein paar Tage nichts zu tun habt, dann checkt das aus. Wie ist es eigentlich, wenn man jetzt ein Video von Erik eigentlich geil findet, bekommt man dann eine... Erektion. Oh Mann. Nein! Gronkh, bitte! Hey, komm! Der Joke hätte auch von ihm sein können. Den habe ich ja noch nie gehört. Ach so, okay, der ist schon alt. Der ist schon alt. Ist euch mal aufgefallen, ja? Ist euch mal aufgefallen, natürlich Erektion, klar. Aber ist euch mal aufgefallen, das ist ein wiederkehrendes Muster. Wenn man bei Erotik das OT wegnimmt,
denk mal drüber nach. Meine Gedanken sind besessen von Sex. So. Mann, ey. Doch, kommen wir jetzt zu Schritt 2, die Ausraster. Ja, also wenn wirklich was auf YouTube-Legenden-Status erreicht hat, dann ist es, wenn dieser Mann, der sonst eigentlich so ruhig und liebevoll ist, plötzlich einfach so einen Ausraster kriegt. Das ist aber ein Gerücht, ja. Ich bin sehr ruhig geworden. Ich bin sehr ausgeglichen. Ich habe mein inneres Zen vor Jahren bereits gefunden, ja. Die Zeiten von Ameise 23 sind längst vergessen. Inzwischen bin ich einfach im Frieden mit mir selbst und meinem Umfeld. Stets und immer. So, jetzt mache ich mal Folgendes. Ich wechsle mal ganz kurz rüber, weil mir die ganzen Spacken auf den Sack gehen. Dass Leute aus allen Löchern angekrochen kommen und einem sagen wollen, so hast du zu spielen, du musst das machen, du musst das machen, du musst das machen. Du hast das nicht gemacht, du bist voll der Dumme. Du stellst dich einfach nur an wegen ein bisschen Halsschmerzen. Oh, das war aber auch assi. Ja, ja. Der Typ war richtig scheiße. Ich hasse ihn bis in alle Ewigkeit. Ich hoffe, er hat Popel im Gesicht. Tablettenreihenproblem gelöst, als ob Erik krank ist. Schade. Weißt du was? Fick dich, komm nie wieder, ich banne dich. Ich banne dich. Kotzen, Alter. Ey, ich höre gleich auch mit dem Let's Play. Jetzt lauf doch den Scheißblock. Wie fucking unnötig ist Grimtails geworden? Wie fucking unnötig. So, das mache ich mit dieser fucking Grimtails-DVD. So. Bis jetzt ist ja noch nicht so viel Horror. Ja, natürlich, es fängt ja auch gerade erst an. Ach du Scheiße. Komm, was muss ich denn hier drücken, um anzugreifen? Ich verstehe das nicht. Was, welch? Das mit dem B war aber nur gefaked. Das weiß man. Das mit dem B war natürlich nicht echt. Das war aber lustig. Aber ganz ehrlich, wir haben das Spiel, das Horrorspiel, ich weiß nicht mehr, was es war, haben wir gerade legit 2-3 Minuten angespielt. Das ist gar kein Horror. So. Manchmal, ihr wisst es selber, manchmal, wenn man in den Chat schaut und da ist wieder der eine dabei, ja, dann hat man einfach auch manchmal Schmerzen. Manchmal sind da schon Schmerzen dabei, ihr wisst es, ja. Da ist wieder der eine Typ dabei, auf gute Frageniveau. Und es ist immer irgendwo einer. Ihr wisst es. Ihr wisst es einfach. Da kannst du so, wer atmet denn da im Hintergrund? Wer atmet denn da so komisch im Hintergrund? Aber das ist sein Stuhl, weil den hin und her bewegt. Ich höre das Knatschen ganz leise. Manchmal, ja. Und, ja. Wo ist es bei dir, CEO? Das sage ich jetzt nicht. Ich hab einen Namen im Kopf, aber das sage ich jetzt nicht. Es gab eine Weile, ihr wisst es auch, da war ich auch nicht sehr ausgeglichen, das stimmt schon. Da war ich wirklich nicht sehr ausgeglichen. Und seit dem Hochwasser eigentlich auch nicht mehr so richtig, ne? Also inzwischen jetzt wieder, ich glaube, man merkt den Unterschied seit dem Umzug, merkt man schon. Ist mir da aber nicht so richtig bewusst geworden, was diese Situation vor dem Umzug da in diese... Was, deine Haare sind wieder sick. Dabei heute sind die total Arsch. Ich habe schon 500 Mal Haarspray reingemacht. Ich bin schon am Drehen, seit ich irgendwie aufgestanden bin, um... Achte oder so. Ne, seit dem Hochwasser, was das mit uns gemacht hat, dass wir 2 Jahre lang in diesem dunklen Loch da gewohnt haben. Das eigentlich echt schön war vorher. Und dann war noch 2018, 2 Jahre Anwalt und so. Ah, Mensch, klar, viele Geschichten kommen da zurück. Ja, Mensch. Aber ich glaube, inzwischen würdest du den Dude wieder entsperren, wenn er einen Entbannungsantrag stellen würde. Der Typ mit dem Horror? Nee, schon der andere. Oder welchen jetzt von denen? Oder Ameisen? Ich weiß nicht, welchen? Na, der schon mit dem, schade, dass Gronkh einen auf krank macht. Komm, die meisten Sachen sind Jahre her, ist, glaube ich, völlig egal. Das mit dem Kranksein finde ich aber immer noch scheiße. Also auch wenn ich es heute noch höre, ist das echt ein scheiß Take. Also, weiß ich nicht, verstehe ich einfach nicht, wie man so sein kann. Ist mir... Ja, es war halt einfach jemand, der noch keinen Bock hatte auf, der Stream ist zu Ende, wollte halt, hat erwartet... dass halt Gronkh jetzt noch sehr lange online ist. War so cool, heute noch locker 5 Stunden, geil, wie immer halt, ne? Und dann Gronkh mal ausnahmsweise früher aufgehört, nach nur 8 Stunden Stream. Das ist ja fast lächerlich, wer streamt denn nur so kurz? Und dann war halt eher enttäuscht, so, weil wenn eine Erwartung nicht eingehalten wird, setzt Enttäuschung bei den Menschen ein. Und Enttäuschung, ja, ist unterschiedlich. Manche werden dann traurig, manche werden frustriert und er hat es eher halt in Wut ihn ausgelöst, so, hä? Aber ich dachte, hä? Es wurde doch gesagt, hä? Und dann... Manche da denken halt nicht nach und schreiben dann irgendwas im Chat und sind so einfach nur genervt und denken gar nicht, dass das Gronkh jetzt lesen wird und so. Einfach ein Rätsel. Plot-Twist, CEO war der Typ. Nein! Ja, aber ganz ehrlich, das mit dem Krankheitentyp bereue ich kein bisschen. Wenn er sich entschuldigt für sein Verhalten damals, ist okay. Ich bin auch, wie gesagt, ich bin null nachtragend. Also ich bin wirklich gar nicht nachtragend. Es gibt ein paar Sachen, aber das betrifft jetzt nicht Chat und so, habe ich euch ja gesagt, ne? Auch aus meiner Vergangenheit. Ein paar Leute, da sind Sachen gelaufen.
Da ist Ende. Ich bin nicht nachtragend, aber... Ich vergesse noch nichts. Das ist für mich einfach erledigt. Das ist für mich abgeschlossen. Und zwar so, dass ich es hinter mir lasse. Aber wenn sie jetzt jemanden wegen Chat und im Chat daneben benommen hat oder sonst irgendwas und sich dann aufrichtig entschuldigt, ist völlig okay. Um Gottes Willen, da machst du ja auch keinen Fass auf. Wie lange Gronkh reactet? Ich habe auch das Gefühl, heute überziehen wir ein bisschen. Halbe Stunde sind wir schon drinnen und er hat gerade 8-5 Minuten geschafft im Video. So, wir machen weiter. Okay, go. War der Husten nun echt? Nee, ich hatte keinen Bock zu streamen. Was? Okay, mach weiter. Welche Taste? Ich finde die nicht. Was? Wo? Ich sehe die nicht. Schrei mich nicht an. Okay, das war witzig. Schritt 3 ist die Community-Pflege. Ja, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber Gronkh ist tatsächlich, was so Community-Pflege angeht, einfach mein ganz großes Vorbild. Also gerade bei sowas wie der Gamescom habe ich einfach extrem... Ich glaube, der kennt euch nicht. Was? Extrem krassen Respekt, wie viele Stunden er da für seine Zuschauer da ist. Und das vor allem, obwohl er Star ja nicht einmal allen Leuten recht machen kann. Ich war erstmal sehr geflasht natürlich, aber im Hintergrund hatte ich schon die Angst, dass wir das niemals alles schaffen können. Niemals. Das hätten wir Da gab es Leute, die haben sich beschwert. Ist lange her. Ne? Ich habe das Video gemacht, ist viele Jahre her. Es gab einmal Leute, die haben sich... es gibt immer Leute, die sich beschweren. Ihr wisst, wie es ist. Nicht mal schaffen können, in der Menge nicht mal schaffen. Ich verstehe natürlich, warum, dass man frustriert und enttäuscht ist, ne? Aber trotzdem ist es halt... Oft gibt Menschen, bei denen es Enttäuschung ist gleich Wut. So. Und es ist halt so schade, dass Menschen nicht ihre eigene Enttäuschung hinterfragen. So. Eventuell habe ich mir halt auch falsche Erwartungen gemacht und nicht jemand anderes hat mich enttäuscht, sondern ich habe das leider schuld. Gronkh disst ja seine Zuschauer, wie CEO bei uns. Necken tun wir uns. Nicht so nice gewesen teilweise. Können, hätten wir die Halle ganztägig gemietet. Ich weiß nicht mal, ob 24 Stunden gereicht hätte. Es wurde sich wirklich beschwert, ich würde irgendwelche Weiber... Aber guck mal hier, ne? Aber das Schlimmste, du nimmst dir für ein heulendes Weib teils über 10 Minuten Zeit. Ich bin ganz ehrlich, ich verstehe, dass du gefrustet bist, aber Alter, ich hoffe, wer immer das geschrieben hat, dem ist das heute unangenehm. Hoffe ich einfach. Das war ich. Weil da nehme ich mir lieber für das heulende Weib Zeit. Ja? Das heulende Weib war ich. Da nehme ich mir lieber die Zeit. Die Weinen, denen würde ich mehr Zeit widmen. Es waren niemals über 10 Minuten für eine Person, um Gottes Willen. Total dumm. Aber natürlich nimmt man sich die Zeit, Leute, die anfangen zu weinen, erstmal in den Arm zu nehmen. Und wenn du das nicht machst, dann liegt das nicht an mir, dass ich da menschlich irgendwie falsch gepolt bin. Es tut mir echt leid, das sagen zu müssen, aber dann solltest du vielleicht mal ein bisschen an deiner Empathieschraube kurbeln. Ja, Leute, genau, zeig sie vergangen. Kann man Empathie eigentlich erlernen? Ich glaube nicht, ne? Doch sicher was Angeborenes. Wir sagen? Da ein bisschen Verständnis ab einer gewissen Größe ist es extrem schwer, sowas ordentlich zu managen. Und setzt vor allem eure Erwartungen nicht zu hoch. Es ist... Hat nicht einer auf Facebook damals behauptet, du hättest ihn beleidigt und ein Foto verweigert? Weiß ich auch nicht mehr, habe ich vergessen. Aber wenn es so ist, Lul, klingt glaubwürdig, klingt nach mir. Ja, klar. Junge. So, wix sauer ab. Und selbst wenn er es getan hat, safe nicht aus Jux. Mit einer Wahl irgendwas. So, vielleicht hat er davor, keine Ahnung, Erik in den Arsch gefasst. Was ich. In möglichsten Situationen mache ich trotzdem Foto. Ich weiß noch einmal, da habe ich noch Köln-Innenstadt gewohnt. Und da war ich beim Zahnarzt. Und auch da wurde mir ein Zahn gezogen. Und das hat ewig gedauert. Also ich... Ich war 2 Stunden in der Praxis und die haben dann wirklich mit so einem Brechding und ich habe richtig Knirschen gehört bei mir, so Kruch hier, ne, im Schädel und die haben den Zahn irgendwann rausgekriegt und dann habe ich da auch so ein Wattedings draufgekriegt, bla 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 und da war noch alles betäubt, ich bin nach Hause gegangen, hab noch gesabbert und so. Ich habe trotzdem, jemand hat mich erkannt auf der Straße an den Kölner Ring und ich habe trotzdem ein Foto gemacht. Ich habe dann so, ich hoffe, das taucht nie auf. Ich hoffe, das taucht nie auf. Wie kommt der von How to be Gronkh auf Zahnarzt? Ist ja egal. Abschweife Gronkh. Wie gesagt, solange Leute sich freuen, bin ich happy. Also die Gamescom, die gerade gezeigt wurde, ne, wo die Halle so voll war, da mussten die mich aus der Halle rausschleifen am Ende. Also die haben mich wirklich rausgeschliffen, wortwörtlich. Die Security hat mich genommen unter beide Arme und hat mich rausgeschliffen, sodass ich noch einen Schuh verloren habe, als ich rausgeschliffen wurde, weil wir schon völlig über der Zeit waren und die Hallen mussten schließen. Genau, da habe ich einen Schuh verloren. Genau. Und die haben mir den Schuh dann noch später mit ins Auto geworfen. Immerhin habe ich ihn zurückbekommen. Das wäre sonst doof. Aber ja, das sind wilde Dinge passiert. Es sind wilde Dinge passiert. Ja, das ist. Ich bin doch mal schon ein bisschen froh, noch ein kleiner YouTuber zu sein. Kleine Anführungszeichen. Bei mir war niemals so ein Riesenauflauf. Ich habe ja bei Gamescom gesagt: Leute, ich bin jetzt bei Halle 8, beim Red Bull-Stand. Wer Autogramm will, kommt zu mir. Kommt zu mir, traut euch. Und dann, waren halt 200 Leute da. Alle schnell Hallo gesagt und Bild gemacht und kurz geratscht und danach nur auf dem Boden gehockt und rum, ein bisschen gelabert und so. Alles easy so. Wo ja auch mal heißt, so kritisch. Ja, die Gamescom sagt ja auch: Macht das auf keinen Fall, weil die haben immer Angst, dass da nicht 200 kommen, sondern 2000, dann hat man ein Riesenproblem.
Und dann wäre ich halt schuld, ne? So. Aber irgendwie hat das jedes Jahr so gut geklappt und deswegen habe ich mich immer wieder aufs Neue getraut und ich bin auch der Meinung, dass meine Reichweite nicht größer geworden ist und so. Aber er ist schon kritisch. Natürlich schon eine gefährliche Nummer von mir jedes Mal. Aber ging, bisher ging es immer gut. Ging immer gut. Und keiner kommt. Natürlich auch hart. So, traut euch. Jetzt steht so da. Fame? Wo ist mein Fame? Ich dachte, ich wäre Fame. Was ist hier los? Ja. Schwer, sowas ordentlich zu managen. Und setzt vor allem eure Erwartungen nicht zu hoch. Es ist oft nicht leicht, sich wirklich Zeit für jemanden zu nehmen. Ey, Gronkh, ich musste hier 4 Stunden stehen. Jetzt will ich auch genauso lange Zeit mit dir haben. Schnauze. Schon für den Raid. Ja, Schritt 4 ist so Alexa. Kennt man mich. Ja, Alexa ist nicht nur... Was? Ich hatte leider nicht den Mumm, dich anzusprechen, als du von dem Nagelstudio standest vor ein paar Wochen. Nagelstudio? Gronkh war im Puff? Ach, in Refrath. Ja, in Refrath. Ich hab's einfach mal ausgesprochen. Da stand ich vom Nagelstudio auf Pan gewartet, zusammen mit unserem Finance Guy. Und wir haben da einfach die ganze Zeit gequatscht und bla. Hättest du aber ruhig Hallo sagen können. Ist wirklich nicht schlimm. Jetzt weiß ich auch, warum Gronkh immer gegen Reaktionen war. Er wusste von Anfang an, dass er das nicht kann. Der war so, boah, ist das gemein. Alle scheffeln hier Klicks und Reichweite und werden hier reich. Und ich kann das nicht. Weil als ob ich mich auf eine Sache konzentrieren kann. So, ich mach weiter. Wie so ein Opi. Es ist auch in Gronkh, falls du das siehst, aber es ist total süß. Immer so Erinnerungen schwelgen. Damals, wo die Welt noch schwarz-weiß war. Schritt 4 ist Alexa. Ja, Alexa ist nicht nur eines seiner meistgeklicktesten Videos. Nein, es gibt auch unzählige Clips dazu und deswegen muss einfach ein Punkt davon. Oh, ich weiß. Oh Gott. Alexa, spiele Tote Babys. Ich finde keine Songs von Tote Babys. Das Top-Suchergebnis für Vagina ist Astra Masturbatoren 3D Masturbator mit realistischer Vagina, medizinisches weiches CPR. Und die hört doch nicht auf! 100% wasserdicht. Nein! Willst du den Artikel jetzt kaufen? Nein! Frage mich nach einem weiteren Tier. Büffel. So klingt die Eule. Das klingt nicht mal wie Büffel! Noch ein Tier. Truthahn. Die Robbe macht. Was? Truthahn und Robbe klingt nicht mal ähnlich. Noch ein Tier. Pandoria. So klingt das Krokodil. Okay, gut erkannt. Das ist der Original Pandoria. Alexa? Ja. Erzähle einen Witz. Übrigens, diese Alexa, ne? Die Alexa haben wir immer noch. Die heißt Walnuss bei uns im System. Das ist Alexa Walnuss. Ah. Aus Gründen. Ich weiß warum. Ah, damit Walnuss aufgehauen. Das beste Weihnachtsgeschenk aller Zeiten. Eine kaputte Trommel. Unschlagbar. So, kommen wir nun zur Erkenntnis! Komm, sag es! Gronkh, der Preis geht an dich! Mal gucken, wie Dreier darauf reagiert. Die meisten Leute mögen das gar nicht so sehr, wenn ich zu sehr arschkrieche. Aber es ist gar nicht arschkriechen. Also ich sag am Ende immer meine Meinung. Also man kann die ganzen Hautobies vergleichen. Und das fällt immer unterschiedlich aus, mein Feedback am Ende. Gronkh! Jetzt wird gelutscht, aber sowas von. Auf alle Viere bin ich schon. Ich möchte nur mal ganz kurz sagen, ich weiß nicht, was passiert ist, aber ich sehe bei diesem Webvideopreis in der Kamera echt super weird aus. Das hat er damals auch gesagt, jetzt rutscht so. Ich weiß nicht, was mit der Kamera passiert ist. Mein Gesicht war so breit. Ich sah aus wie so eine, was hat er gesagt nochmal? Irgendein Fischvergleich hat er gebracht. Ich weiß gar nicht mehr. Meint irgendwie so, ich sah aus wie ein Kugelfisch oder irgendwie so. Hat er gesagt dann so, ich sehe so scheiße aus. Und ich war so Gronkh. Also ich bin damals im Publikum gehockt. Ich bin irgendwo da ganz hinten war ich und ich fand alles super. Deine Rede toll, ich fand einfach alles von vorn bis hinten stark. Ich war sehr begeistert an dem Tag, dich aus der Ferne mal sehen zu dürfen. So, da ist er. Ich glaube, ich raste aus. Die haben irgend so einen Winkel oder keine Ahnung. 2016 war das, und 2 Jahre später, als ich Fan geworden bin. So habe ich ihn da mal gesehen. Irgend so eine Linse. Ich sehe super weird aus. Ich sehe aus wie Pfoff auf 200. Komisch, aber weil der Rest hier ganz normal. Ich höre schon auf. Ja, 2015 war ich live dabei, als Gronkh den Ehren-Webvideopreis gewonnen hat und nach meiner Meinung eben auch das zu Recht. Nicht nur, dass er YouTuber der ersten Stunde Dark Lord, ist und Millionen an Zuschauer zum Lachen gebracht hat. Nein, gerade in seinen Let's Rutsch und diversen Interviews oder Talkrunden merkt man einfach, was für ein liebevoller und herzensguter Mensch er ist. Das heißt immer, YouTube hat mein Leben verändert, aber es ist nicht YouTube gewesen. YouTube ist nur Mittel zum Zweck. Das wart ihr. Mit Friendly Fire spendet er zusammen mit PietSmiet und Co. jährlich Millionenbeträge. Und obwohl Gronkh ja durch seinen ganzen Erfolg schon irgendwo das Recht hätte sogar, sich etwas auf sich einzubilden. Wusstest du das zu diesem Zeitpunkt? Das mit der Kamera? Nein, das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Ey, geil, ist ein Bild von mir, oder? Voll bekifft bin ich gerade so. Hä, was? Und ja, aber das, was ich gerade gesagt habe, ihr wisst, das gilt immer noch. Das hat sich bis heute nicht verändert. Habe ich zwischendurch auch 2-3 Mal wieder so... Oh, die Herz bei ihm im Chat. Es ist so süß. Aber es ist halt auch ein guter Satz auch von ihm, finde ich. So. Ja. Wieder von mir gegeben, glaube ich. Ohne mich an Let's Rutsch erinnert zu haben. Es ist halt eine Tatsache. Also Let's Rutsch ist auch eine Sache, die ich am
allermeisten vermisse bei Gronkh. So. Also wenn ich damals 2016, 2017 glaube ich war das letzte, als Rotomo nicht kam, war ich so, hä, wo ist es? 2018, hä, wo ist es? Und dann war ich so, ach du Scheiße, ich glaube, es kommt nicht mehr. Die Erklärung war, dass fast jeder Stream auf irgendeine Weise wie so ein Mini-Netzrutsch ist. Aber trotzdem, ja, nicht jeder guckt halt jeden Stream, ne? Es wäre irgendwie schon, ach, das wäre schon cool. Ach, wäre das cool. So, kann man eine Petition starten? Oder ein extra Patron, nur für Let's Rutsch? So, es ist aber eine Tatsache. So, ich meine, wie kann das... Ich habe es von Gronkh geklaut, ja. Ich mache auch Let's Rutsch, aber Gronkh hat mich inspiriert dazu. Deswegen auch der Name Let's Rutsch. So, die Idee kenne ich ja gar nicht, Let's Rutsch. So, voll lustig eigentlich. Wegen halt ins neue Jahr rutschen. Aber ja, ich habe das von Gronkh übernommen, komplett adaptiert. Das war ohne Minecraft-Gameplay im Hintergrund. Ich habe mir mal Raft, ja, heißt das Spiel, gell, habe ich mal in Hintergrund laufen. So eine wunderschöne Sache, die ich gebaut habe in Creative. Aber halt, ja, ich will einfach ein bisschen quatschen. So, weil ich es ganz cool finde, weil ich selber Fan davon bin. Und sehr viele Dinge, die ich mache, so künstlerisch oder halt im Internet oder generell, wenn ich mich irgendwas entfalte, ich adaptiere auf viele Dinge, die ich liebe und will das umsetzen, will es auch mal machen. So, also nicht, weil ich glaube, das ist normal, oder? Wer erfindet schon das Rad komplett neu? Viele Dinge war man selber irgendwo Fan und so und übernimmt dann viele Dinge. Aber das habe ich wirklich eins zu eins übernommen tatsächlich. Da habe ich kaum was Neues gemacht. Obwohl Gronkh ja durch seinen ganzen Erfolg schon irgendwo das Recht hätte sogar, sich etwas auf sich einzubilden, bleibt er sehr bodenständig und dafür liebt seine Community ihn einfach. Ich bin auf alle Fälle sehr dankbar, dass Gronkh in meiner Jugend ein Vorbild für mich war, weil ich glaube, da war er tausendmal besser als so manch anderer zu der Zeit. Die OGs unter euch erinnern sich, was so 2016 auf YouTube los war. Sag, dass das nicht weiß. Danke an Gronkh, mach auf alle Fälle so weiter, auch wenn vielleicht... Wer weiß, was ein Prank das nur war? Als deine Zenit-Hype-Phase vorüber ist. Das ist nur ein temporärer Zustand. Ich bin sicher, es geht bald weiter, ja? Absolut. Aber es ist scheißegal. Es ist scheißegal. Also es gibt viele YouTuber, die gibt es heute gar nicht mehr. Oder es gibt YouTuber, die gibt es gar nicht mehr. Es gibt viele, die merkt man voll so, wow, der Hype ist vorbei. Aber ich finde, man darf davon nicht runterziehen lassen. Also auch bei mir eines Tages, natürlich gibt es irgendwann ein Ende. So. Irgendwann werde ich merken, ach du Scheiße, ich kann davon nicht leben, ich muss irgendwas anderes machen. So. Ich glaube, es ist kaum, dass ich bis 60 Jahre alt bin, hier dauernd YouTube-Videos rausballer. Wäre cool, aber ich glaube, es ist halt eher für unwahrscheinlich. Aber auch da weiß ich jetzt schon, so klar, das für mich neu und komisch sein und so. Und vielleicht werde ich auch manchmal mit so einem Tränchen mich zurück erinnern. Aber am Ende ist es ja wurscht, man hat diese Zeit erlebt. So, man hat viele super coole Momente, so wie die Filmpremiere, der Live-Podcast, viele Zuschauertreffen, die ich saugeil fand, kleine und größere Projekte, die ich umgesetzt habe, viele Menschen, die ich einfach Hallo sagen durfte oder halt auch wirklich, manche sind auch zu Freunden geworden und so. Das ist alles super cool. So. Ich habe meinen besten Kumpel dadurch kennengelernt und ich werde es niemals bereuen und man darf nicht traurig sein. Ich bin sicher, es geht bald wieder los. Trotzdem immer noch tausende Leute, die an den Streams und an den Videos Spaß haben. Du kannst definitiv stolz auf dich sein, denn du nimmst in so vielen Herzen einen ganz besonderen Platz ein. Und da drin, da ist er, der Gronkh. Und das ist definitiv was wert. Das kann dir zumindest keiner mehr nehmen. Wer zum Geier ist Gronkh? Hey! Es beruhigt mich, dass die Kommentare 2 und 5 Jahre alt sind. Ja, ich hab beim Kanal einfach nur eingegeben, so bei den Kommentaren, wer und Gronkh, und hab dann geguckt, gesucht, und hab ich ganz viele Kommentare gefunden, die sich nur irgendwie so zusammensetzen lassen. Und zwischendrin, ei, da ist einer, rausgescreenshottet, weil ich wollte jetzt keine eigenen basteln oder so, ich wollte schon original welche finden. Dein CEO. Na, was ist das für eine Musik im Hintergrund? Und wer taucht da unten links auf? Man sieht es ja nicht, weil der drüber ist, aber der liebe Plankton. Ja, das ist schon sehr süß, Ja, ich bin da nicht so gut darin, solche Videos zu gucken, ihr wisst das ja, ich bin da so. Fällt ja gar nicht vielen recht schwer. Ich hab's vielleicht auch ein bisschen vor mir hergeschoben, ich wusste, dass das Video existiert, aber ich bin da nicht so gut. Ich kann schlecht Videos gucken, wo nett über mich geredet wird, ich weiß nicht warum. Ich kann dich auch dissen, wenn's ist. Also wenn du es möchtest, ich mach alles für dich. Das ist, es fällt mir schwer. Natürlich hat er recht mit allem, was er sagt. Natürlich. Ja, ihr solltet diesen Gronkh abonnieren auf YouTube. Es wäre zu eurem Vorteil. Ich bin. Ja, Gronkh versus Bibi, Mann. Er muss Bibi wieder einholen. Hilft nichts. Da nicht so gut drin. Das, ja, vielen Dank. Dankeschön. Ja, bitteschön. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. How2B ist ja auch ein Format von mir, das auch schon gefühlt älter ist. Hat zwar How2B Jules gemacht, hier drüben sieht man es so. Und damit dieses Format wieder ein bisschen aufleben lassen. Und ich werde auch ein How2B Plankton machen. By the way, ich schwör's, ich mach's auf alle Fälle auch noch. Und dann werde ich das Format auch wieder weglegen, so, weil How2B ist schon sehr ausgelutscht, muss man schon sagen. Und das will ich natürlich nur noch machen, wenn ich halt YouTuber richtig, richtig fühle. Und bei Gronkh ist war der, was ich habe, dieses How2B Gronkh gesehen, das Alter, und war so, oh, Alter, nein, das will ich nochmal neu machen, nochmal ein bisschen besser machen, so. Man hätte noch die ganze Lurch-Thematik erklären können.
Ja, aber das ist ja eine andere Geschichte. Boah, da traue ich mich aber nicht ran, weil ich habe Forrest zwar geschaut, aber scheinbar nicht die Stelle mit Lurchi und so. Ich weiß nur, dass er mal mit der Axt auf diese Eidechsen eingeschlagen hat, meinte immer Survival im Sinne von, hilft nichts, ich muss die halt nur mal töten. So. Also vegan Leben funktioniert leider nicht. Das ist halt hier Survival angesagt. So. Aber warum jetzt, also da traue ich mich nicht ran, weil irgendwas weiß ich bestimmt da nicht. Also das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe, glaube ich. Das ist so, ja. Hi. Und dann. Hi. Danke, Sio. Bitte, Gronkh. Mir eine sehr große Ehre. Du bist echt ein guter Mann. Also zumindest wenn du so bist wie ich, dann glaube ich, fühlst du das manchmal gar nicht, wie sehr eigentlich, also wie krass du halt bist. Fertig aus, so. Ich finde, also, ich habe einmal auch ein Video gemacht, da war, Need to Know hat mal vor langer Zeit ein Video gemacht, da war noch gar nicht dieser verrückte Typ, der Fanpakete auspackt, sondern er hat damals noch Toplisten erstellt. Und da hat er mal die besten YouTuber 2017, glaube ich, gemacht. Und da war auch Platz 3, war Gronkh. Und Platz 2 war ich. Und da meinte ich damals so, yo, das sehe ich nicht ein. Also ich würde mich niemals über Gronkh stellen, das ist ja Quatsch. Und da hat damals KuchenTV bei mir kommentiert und meinte so, natürlich bist du besser als Gronkh. Gronkh macht einfach nur Aufnahme drücken, Aufnahme Ende. Und das war's. So, du machst hier aufwendige Sketche und so weiter. Und ich bin so, ja gut, wenn man jetzt über Aufwand diskutiert, verstehe ich den Punkt. Aber darum ging es mir nicht. Es ging mir wirklich darum, was man letztendlich leistet. Und ich finde, Gronkh hat, also allein, dass er schon so früh dabei war und so lange durchzieht. Und eben, ich glaube, dass der einen verdammt geilen Impact auf Menschen hatte. Also wenn ihr mal so ein bisschen in die Gronkh-Community reinschmökert, so, das, also klar sind ein paar freche Menschen auch mal am Start, so, aber gerade auf Gamescom sieht man, das sind so herzensliebe Menschen, so. Und jeder Mensch, der Gronkh-Fan oder Gronkh mag, ist immer ein so super herzenslieber und toller Mensch, so, weil ich glaube, dass man zieht schon die gleichen Leute an und so. Genauso wie andere Communities halt eben frecher sind, weil der Content-Creator auch ein bisschen frecher ist und so. Also ich finde, Gronkh hat super viel geleistet und eben die ganzen Spenden-Streams und eben so, wie viele Leute er Trost gespendet hat. Ich weiß so, wer war Platz 1? Julian Bam damals, aber auch zu Recht. Ja, Julian Bam, vollkommen klar. Also der hat ja 2017 rasiert. Ja. Genau, und er hat auch sehr vielen Leuten Trost gespendet, also auch so, ich weiß nicht, er hat einmal einen Stream gemacht an Weihnachten, also am 24. hat er einfach gestreamt. So, was zum Geier. Manche würden aber Weihnachten feiern. Und er vermutlich hat er einfach nichts Besseres zu tun gehabt. Ich weiß es nicht. Aber seine Erklärung war halt so, hey, komm, für diejenigen, die niemanden haben, wir können dann dazu gucken, dann feiern wir zusammen ein bisschen Weihnachten. Einfach mit 1000 Leuten. Und da waren auch irgendwie 18.000 Menschen bei ihm, oder keine Ahnung, es waren super viele Leute bei ihm im Chat. Ich bin so, Alter, ist das cool. So, aber bitte, Gronkh. Also wirklich, ich hoffe, du fühlst es ein bisschen. So, du fühlst es einfach ein bisschen. Du bist schon echt eine coole Socke, definitiv. Vielen Dank. Und Grüße an alle, die mich noch kennen, von damals irgendwie, ihr wisst. Ich war mal auf YouTube. Ja, das, immer wieder. Was habe ich gelernt aus dem Video? Alter, komm, deine Reaktionen haben alle immer 200.000 Aufrufe oder 100.000, so. Du rasierst mehr als ich mit meinen Hauptvideos. Also nur mal so als Vergleich, so. Keiner kennt dich mehr auf YouTube. Es kennt dich immer noch mehr Menschen als mich. Also das ist definitiv auf YouTube, definitiv. Auf Twitch sowieso, leck mich am Arsch. Aber ich finde auch da nicht kleinreden, ganz ehrlich, so. Wenn man nur mal keine Millionen erreicht, was der mehr hat, so, ist doch klar. So, also ganz ehrlich, mir geht's supi. Also finanziell muss ich sowieso keine Sorgen machen, aber auch so, man weiß schon, wer Gronkh ist. Also ich glaube nicht, dass du so vergessen bist. Es wird mal wieder Zeit für Minecraft. Habe die Ehre. Servus. Jetzt schnell rüber und Musik. Okay. Stark, stark. Hat mir gefallen. War schon Gronkh.